Mit dem Technik fürs Leben-Preis hat die Bosch-Gruppe in Österreich eine Initiative ins Leben gerufen, die Techniktalente österreichischer höherer technischer Lehranstalten, den HTLs, fördert. Gesucht werden herausragende Technologieprojekte, die im Rahmen von Diplomarbeiten der Abschlussklassen bearbeitet werden. Neben Praxistauglichkeit und dem Grad der Vernetzung stehen vor allem ein hoher ökologischer und wirtschaftlicher Nutzen im Vordergrund. Gemäß dem Leitspruch von Bosch, Technik fürs Leben. Es gibt einen zweistufigen Bewertungsprozess. Zunächst bewerten Bosch-Expertinnen und Experten die eingereichten Arbeiten. Danach tagt eine hochkarätige Technik fürs Leben-Preis-Jury, die die Preisträgerinnen und Preisträger auswählt. Ich war sehr beeindruckt von den Projekten, aber auch von der Leistung, von dieser tollen Leistung der Absolventinnen und Absolventen der höheren technischen Lehranstalten. Wir mit dem Bosch Technik fürs Leben Preis, wir bieten den Absolventen und Absolventinnen eine Bühne und die haben sie toll genützt. Und in meinen Augen würde jeder einen Preis verdienen. Also einfach tolle Leistung und richtig klasse gemacht. Auch das heurige Schuljahr war besonders geprägt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Vor allem auch für die Abschlussklassen und ihre Diplomarbeiten. Umso mehr bedauern wir, dass wir auch heuer keine persönliche Preisverleihung vornehmen können. Aber wir holen die Preisträgerinnen und Preisträger, die Ausgezeichneten, virtuell vor den Vorhang. Und das sind die Preisträgerinnen und Preisträger des Technik fürs Leben Preis 2021. Preisträger in der Kategorie Industrial Technology ist das Team aus der HTL Neufelden mit ihrem Projekt Autonomer Ernteroboter. Wir sind das Projekt Autonomer Ernteroboter von der HTL Neufelden. Bei unserer Diplomarbeit geht es um die Entwicklung und den Bau eines Ernteroboters für Ringelblumen. Schwierig war dabei, dass am Feld völlig andere Bedingungen sind als im Innenraum, wegen Wind, Wetter und anderen Faktoren. Wir freuen uns über unseren Sieg besonders, da wir viel Zeit und Aufwand in die Entwicklung und den Bau unseres Roboters gesteckt haben. Das Thema Vernetzung ist sehr stark. Wir haben das Thema autonomes Fahren auf der einen Seite. Wir haben die ganze Mechanik. Es ist ja ein selbstfahrender Ernteroboter für Ringelblumen. Wir haben das Thema Optik, Optronik mit der Erkennung der Ringelblumen. Wir haben das Thema Mechanik, Automatisierung mit dem automatischen Greifen und Ernten. Und diese Komplexität und dieses Zusammenspiel dieser ganzen Faktoren wurde hervorragend gelöst, hervorragend dokumentiert, hervorragend präsentiert. Preisträger in der Kategorie Mobility Solutions sind die Teams aus der HTL Mössinger Straße und Lastenstraße in Klagenfurt mit ihrem Projekt Asfinag Safety Cat. Husky ist ein einzigartiges Projekt. Insgesamt wurden von allen 8 Projektmitgliedern über 5000 Stunden in dieses Projekt investiert. Gearbeitet wurde vom Dezember 2019 bis in den Mai 2021. Unser System kann dynamisch in den Tunnel reinfahren und inkludiert eine Thermokamera und kann somit in Situationen einsehen, in denen man normal keine Einsicht hat. Und gerade im Thema Unfälle kennen wir ja, dass das eine sehr gefährliche ist, wenn es in Tunnels zu Unfällen kommt und damit im schlimmsten Fall sogar zu Bränden oder sonstigen großen Unfällen, dass hier die Überwachung und die rechtzeitige Bergung oder die Maßnahmen wichtig sind. Und in diesem Projekt wird hier ein fahrbares, auf Schienen fahrbares System, Fahrzeug oder Drohne, wie man es nennen will, hier bewegt, kann von außen gesteuert werden und kann so genau an die Unfallstelle oder an die Stelle, wo man überwachen will, hinkommen. Preisträger in der Kategorie Connected Living ist das Team aus dem TGM in Wien mit ihrem Projekt Blood Flow Monitoring. Das Ziel unserer Diplomarbeit war es, den Blutfluss ins Gehirn zu messen. Dazu wurden links und rechts an den Ohrläppchen 2 rote LEDs angebracht, die mittels Transmissionsmessung den relativen Blutfluss ins Gehirn messen. Zusätzlich wurden am Hals, genauer gesagt, in der Karotis,
Verbirgsmikrofone fixiert, die den Puls messen. Besonders herausfordernd war es, die richtigen Bauteile für unser Projekt zu finden. Weiters war es auch sehr schwierig, das Signal so herzurichten, dass man wirklich die Informationen rausnehmen konnte, die wir haben wollten. Also was die Jury besonders beeindruckt hat, das ist einfach, dass man eine Methode gefunden hat, etwas relativ einfach zu messen, und zwar die Blutstrommessung. Und die Blutstrommessung ist ja etwas, was bislang relativ aufwendig bzw. auch teilweise schmerzhaft war. Und mit dieser einfachen Methode kann man das also viel besser und vor allen Dingen ohne so viel Aufwand messen. Und das ist doch ein Thema, Blutstrommessung ist ein Thema, das uns eigentlich alle betrifft. Ich bin immer wieder begeistert zu sehen, mit wie viel Enthusiasmus und Energie diese Beiträge bearbeitet und abgegeben werden. Und ich würde mir wünschen, dass diese Energie auch für die nächsten Jahre, wie die letzten 14 Jahre schon, weiter wächst und aufrecht bleibt. Und beglückwünsche alle zu den hervorragenden Beiträgen und Ergebnissen und freue mich für jeden, der hier sich präsentieren konnte, Schüler, Schülerinnen und Lehrer. Danke. In den kommenden Wochen werden wir die ausgezeichneten Arbeiten auf unserer Website vorstellen. Und im kommenden Herbst, da startet die Ausschreibung für den Technik fürs Leben Preis 2022. Also ich war sehr begeistert von den Projekten und vor allem von dieser herausragenden Leistung der Absolventinnen und Absolventen. Wir als Bosch, wir werden immer in der Zukunft eine führende Position haben, was die Technologieentwicklung betrifft. Und für das brauchen wir die besten Köpfe in Österreich. Und die HTLs sind die Talentenschmiede in Österreich. An alle Absolventinnen und Absolventen, ich wünsche Ihnen viel Glück in der Zukunft und viel Erfolg. Und vielleicht sehen wir uns ja beim Bosch wieder. Und an alle Abschlussklassen, die lade ich sehr herzlich ein. Nehmt einfach teil an dem Bosch Technik fürs Leben Preis.